an dem Wagen ist, kannst du während der Fahrt oben auf dem Dach gucken, ohne dass du Cabrio bist. Ne? Also das ist doch schon keine schlechte Idee. Ne? Wäre ich dann eigentlich mehr braun, wenn ich die Sonne jetzt von oben am Kopf kriege, Sonnenstich und so weiter. Kann ich überhaupt mit Sonnenstich arbeiten? Darf man das? Ich habe keine Ahnung mehr heutzutage. Das ist so schrecklich. Ne? Aber ist cool. Da können wir auch mal gucken, wie die Wolken sich bewegen und alles. Ne? Da wird wieder abgeschleppt, wie gestern bei uns. Aber ein Moped, ein Roller wird abgeschleppt. Aha. Könntet ihr jetzt nicht sehen, weil ihr habt die Sicht. Ich mache euch die Sicht doch ein bisschen besser. Besser. Ja, so. Ja, cool, ne? Die Striche, die ihr seht, das sind die Stromdinger. Krass, dass ich hier lang fahren darf, wegen der scheiß Straßenbahn. Aber es ist schon eine gute Sache. Nein, ich habe da oben kein Loch drin. Das ist eine Fensterscheibe. Zwischen. Ich will ja nicht nass werden. Das Ding läuft immer auch rund. Glasfaser, deutsche Glasfaser ist überall. So. So, fertig. 70 Euro, Hammer, ne? 70 Euro mit einer Tankung. Ich habe jetzt 2,5 Tage gefahren mit einer Volltankung vorher. Naja, herzlichen Glückwunsch. Da fahre ich mit E-Wagen 10 Mal günstiger. Das kann ich euch erzählen. Aber ganz, ganz klar. Aber Hauptsache Kaffeebecher passt hier rein, Tomato-Kaffee, dann passt alles. Es ist immer alles viel. So, meine lieben Freunde, heute bin ich wieder hier am Tanken. Ich bin gespannt, wie viele Euros wir zusammenkriegen. Ich bin mal wieder 70, weil eigentlich sind wieder so 2,5 Tage, wo ich jetzt weiter bin für den letzten Tanken. Und werden 140 Euro lang. Ich guck mal, wann der hier passiert war. Ich schalte mich dann wieder rein. Und so, das ist eigentlich knack machen gleich. Oh, zack, und 70 Euro. Ah, also überhaupt. Also lohnt sich das in 5 Tagen 140 Euro. Jetzt rechnen wir mal 4 Euro. Also muss ich echt mal sagen, da bin ich froh, dass ich E-Wagen fahre. Da habe ich da lange nicht die Kosten. Ich wollte letztens meinem Kumpel mal zeigen, was ich im Monat so verticke. Ich habe die letzte Rechnung für meinen Wagen, da fahre ich eigentlich dann genauso viel. 95, 96 Euro gehabt. Dann tun wir mal ein Viertel Hausstrom oben drauf. Und ich habe jetzt schon in einer Woche knapp so, ja, 140 Euro verdankt. Das ist echt der Hammer. Da wird einem erstmal bewusst, was die Leute mit Benzin und Diesel alles. Da vielleicht fahren nicht viele so, ich jetzt so viel, aber ich fahre gar nicht viel. Von daher, naja, ist schon. Das haut schon rein, sag ich mal so. Ne? Das, also ich bräuchte theoretisch nicht arbeiten gehen. Ich könnte mich eigentlich zu Hause voll hinsetzen. Wäre billiger, auf jeden Fall. Danke, bis dann. Tschüssi.